Es ist Zeit für die Herrschaft des dunklen Engels. Oh yeah! Ladies and Gentlemen, damit ahoi und willkommen zu einer neuen Folge, einer neuen besonders gruseligen Folge hier von Minecraft Engel. Oh ja, denn wir sind ein schwarzer Engel mit schwarzen Flügeln, einem wunderschönen schwarzen Outfit. Ultra, ultra nice. Gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Aber ich muss sagen, trotzdem wäre ich lieber wieder ein weißer Engel, denn ich weiß nicht, was der Coach hier zu meinem Outfit sagt. Ob er sagt, vielleicht ist es unangemessen für einen Engel oder so. I don't know. Alles klar, Leute, willkommen hier zu unserer Folge Minecraft Engel. Checkt auf jeden Fall an der Stelle mal die letzte Folge von Minecraft Engel aus. Da haben wir nämlich ein wunderschönes Geschenk von der Teufelin bekommen. Und das zeige ich euch jetzt mal direkt. Da können wir nämlich rüberfliegen. Jetzt hier so, zack. Wisst ihr, was cool wäre? Oh, okay, nicht abstürzen, easy. Was machst du denn hier? Wisst ihr, was cool wäre? Eine Brücke. Ja, wenn wir eine Brücke hätten, einfach von unserer normalen Insel bis hierher. Das ist nämlich unsere dunkle Insel, jetzt hier drüben. Wir haben quasi eine helle Engelsinsel und wir haben eine finstere, schwarz wie die Nacht, eine dunkle Insel. Und ich sehe so dunkel aus, nur aus dem einzigen Grund hier, dass ich diese komischen Früchte hier gegessen habe von diesem Baum, ja? Da ist eine Frucht runtergefallen. Ich habe die gesnackt, weil die ganz lecker aussah. Aber die hat mich verwandelt in einen schwarzen Engel, ja? Und deswegen bin ich jetzt hier ein bisschen anders gekleidet als sonst. Aber das ist eigentlich gar kein Thema. Und ihr seht hier vorne auch schon, da hat sich ein bisschen was getan, ja? Die Izzy war fleißig. Sie hat gebaut, ja? Und zwar einen Halbmond habe ich schon mal gebaut. Also angefangen zu bauen. Ich habe es noch nicht ganz fertiggestellt. Da bin ich noch dabei. Aber das wird auf jeden Fall hier ein Mond werden. Denn ich habe mir gedacht, zu so einer finsteren Insel, ich wollte es nicht zu dunkel machen. Manche haben ja auch geschrieben, Izzy macht doch eine Hölleninsel oder sowas. Ich will ja nicht die Hölle im Himmel haben. Okay, das passt irgendwie nicht. Aber der Mond, der gehört in den Himmel. Und ja, von daher machen wir hier so einen Mond drauf. Und vielleicht dann eben auch so ein Mondhaus. Voll schön, hier kann man durchgucken. Nach unten. Das sieht voll cool aus. Da kann man so den Himmel runtergucken. Und das Beste ist, hört mal genau zu. Hört ihr das? Das sind nämlich diese Blöcke. Das sind so Klimperblöcke oder so. Ich weiß nicht so genau. Die sind voll cool. Die machen so richtig schöne Sounds irgendwie. So Musikblöcke sind das. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil das so Amethysten sind und deswegen machen die so komische Sounds. Genau. Und dann haben wir hier noch Glas und ja, das geht noch weiter. Genau. Also hier kommt der Mond rein und bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze wird. Es wird wahrscheinlich jetzt hier ein paar Folgen dauern, bis es fertig ist. Auf jeden Fall ist es ein großes Projekt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir brauchen ein Heilmittel. Ja, wir brauchen irgendwas, was uns hier wieder zu einem normalen Engel macht. Und ich habe mir gedacht, vielleicht gehe ich mal zu Alisa rüber oder zu Neo und nasch vielleicht mal von den Früchten, die auf deren Bäumen wachsen, ja? Wer hätte denn ahnen können, dass sie einem so komische Fähigkeiten hier geben? Ich frage mich, was passiert, wenn ich eine Drachenfrucht esse, aber ich wette nichts Gutes. Ich lasse es lieber. Meine Sternfrüchte, die bringen mich einfach nur zum Strahlen. Aber was Neo da drüben hat, weiß ich gar nicht so genau. Wir gehen mal gucken. Ich kann nur hoffen, dass seine merkwürdigen Gänse, die er hier hat, mir nicht irgendwie die Laune vermiesen hier am heutigen Tag, weil die mich schon wieder angreifen und auffressen wollen. Okay, da unten ist eine. Ich weiß nicht. Nicht, dass sie hochguckt. Ist hier alles clear? Nein, da sind auch welche! Wieso sind hier überall welche von seinen komischen Enten? Okay, ich schnapp mir jetzt einfach. Ich fliege da einfach rüber. Die können ja eh nicht so hochfliegen, oder? Ja. Ey. Gut gelandet, auf jeden Fall. Zack. Habe ich bekommen? Eine Birne ist das. Okay, alles klar. Warte, ich habe gerade keinen Hunger. Ich kann gerade nichts essen. Ich brauche Hunger, Leute. Ich muss ein bisschen rumhüpfen. Ich brauche Hunger. Okay, jetzt geht's. Warte. Okay, wir essen. Und... Oh nein. Nichts ist passiert. Und Neo ist da. Hey, du warst das. Ich wusste es. Ich war was? Ich war gar nichts. Nein, seine Enten. Mein Rucksack, meine Schaufel, mein Irrlicht. Und jetzt auch noch meine Früchte? Was? Nein, ich habe das nicht gestohlen. Oh nein, er darf nicht wissen, dass Alisa das war. Sonst meldet sie, er sieht im Couch oder so. Klar, wer sonst hätte mich bestohlen? So viele Nachbarn habe ich ja nicht. Vielleicht waren es deine Enten. Was ist das eigentlich für eine dunkle Wolke da hinten? Das ist meine... ich kann dir deine Sachen vielleicht wieder besorgen. Aber ich hab sie wirklich nicht gestohlen. Okay, bring mir meine Sachen zurück. Ich sehe mir die Wolke an.
Okay. Okay, okay, okay. Das war knapp. Das war sehr knapp. Da sind seine komischen Gänse! Schnell weg hier. Er sieht sich die Wolke an. Ich muss ihm seine Sachen wiederholen. Die sind bei Alisa drüben. Ich weiß nicht, ob sie da ist. Die hat ja sowieso, die hat alles geklaut, Leute. Letzte Folge haben wir rausgefunden, dass Alisa eine Kleptomanin ist, ja? Das heißt, sie stiehlt einfach Sachen. Sie kann ja gar nichts dafür. Das ist eine Krankheit. Ja, von daher weiß ich auch nicht. Deswegen klaut sie die ganze Zeit irgendein Kram. Vor allem meine Couch hat sie geklaut. Okay, moin. warte mal, ist sie da? Und man muss immer super aufpassen bei ihr wegen ihrer Kakteen. Ich weiß nicht, ob sie da ist. Ist auch egal. Ich gehe jetzt erstmal. Hier war das, glaube ich. Ja, perfekt. Okay, hier sind wir richtig. Da ist nämlich das Irrlicht. Sie hat nämlich Neos Irrlicht geklaut. Okay, wo ist die Leine? Da ist die Leine. Okay, da haben wir das Irrlicht. Wir müssen das mitnehmen. Okay, komm mit, Irrlicht. Genau. Und irgendwas hatte sie noch. Seinen Rucksack und seine Schaufel. Okay. Sie war fleißig. Sie hat alles mitgenommen, was sie kriegen konnte. Ach, hier kommt man sogar raus. Super. Warte, da ist es frei. Okay, komm mit, Irrlicht. Wir müssen dich jetzt zurückbringen zu Neo. Oh mein Gott. Und nicht, dass die Leine reißt. Jetzt ganz vorsichtig. Ist er noch hier? Ja, er ist da auf der Wolke. Er ist da auf der Wolke. Okay, geschafft. So, ran mit dir. Perfekt. Okay, Neo, ich bin zurück. Ich habe dir deine Sachen besorgt, okay? Hier ist deine Schaufel. Hier ist dein komisches Ding da, dein Rucksack. Und hier ist dein Irrlicht. Genau, hier. Du kannst es wieder haben. Oh, mein Irrlicht, da ist es ja. Ja, siehst du, ist so alles gut. Niemand ist zu Schaden gekommen. Als kleine Entschädigung habe ich mir deine Couch genommen. Was? Sie selbst zu dir, dass du dir eine neue besorgst? Nein, nicht schon wieder. Ich habe wieder keine Couch. Och Mann, deine Post war in der Zwischenzeit da. Sieh mal in deinen Briefkasten. Adios. Warte, was? In deinen Briefkasten? Alles klar. Ich glaube, du musst die Leine nehmen. Genau, das einfangen und dann vorsichtig rüberfliegen. Genau, ja, kriegst du schon hin, alles klar. Yeah, meine Post war da, warte, ich habe jetzt echt keine Couch. Oh, das darf doch nicht wahr sein, nicht schon wieder, Leute. Da fliegt der mit seinem Irrlicht. Oh mein Gott. Ich hoffe, das überlebt das, ey. Okay, hier ist mein Briefkasten. Ich muss jetzt erstmal nach meiner Couch. Nein, sie ist weg. Er hat sie genommen, meine wunderschöne Couch. Das wievielte Mal ist es, dass sie uns gestohlen wurde? Freunde, könnt ihr das... habt ihr mitgezählt? Habt ihr Engel wirklich aufmerksam verfolgt? Seid ihr echte Engel-Experten? Wie oft wurde uns unsere Couch gestohlen? Ich weiß es nicht. Aber wisst ihr das? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Da bin ich super, super gespannt drauf, wie oft das passiert ist. So, und hier ist, ja, Tatsache, mein Briefkasten. Oh, jetzt schreibe ich da ganz viele Cs rein. Warte mal ganz kurz. Hier müssen wir kurz mal umbenennen. Hier in Brief... Kästen. Er ist schon wieder falsch geworden. So, alles klar. Briefkasten. So. Hier ist ein Brief tatsächlich. Alright, dann lesen wir mal. Eine Quest. Warte. Backe den besten Couch der Welt eine Geburtstagstorte. Zeitlimit eine Stunde. Belohnung 1000 Punkte? Was? Der Couch hat mir die Quest geschickt. Ich soll ihm eine Torte backen. Der hat Geburtstag? Okay, gar kein Problem. Wir backen ihm eine Torte. Ich habe hier eine Geburtstagskerze. Was sollen wir ihm für eine Torte backen? Vielleicht eine Sternfruchttorte oder eine Birnentorte? Ich weiß es nicht. Sternfrucht ist eigentlich ganz nice. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Sachen von den Villagern. Vielen Dank, Herr Villager, für diese wunderbare Milch, die Sie mir da gerade gegeben haben. Aus eigenem Anbau. Ja, ich bin mir sicher, die ist noch ja, ganz warm. Okay, dann haben wir jetzt hier eine Werkbank. Und können das Ganze craften. Ja, wir müssen Kuchen backen. Das Ganze funktioniert. So, zack, ja. Minecraft-Expertin Easy hat den Kuchen fertiggestellt. Hier, da ist er nämlich, unser Geburtstagskuchen für den Couch. Der wohnt dort hinten. Ich weiß nicht, ob er zu Hause ist. Ich gehe mal gucken. Wartet mal, wir gucken mal, ob er da ist. Ob er an seinem Geburtstag zu Hause ist? Couch? Hallo? Oh Gott, da habe ich das Schwert gezogen. Ich will ihn doch nicht bedrohen. Oder soll ich ihm... Warte, da ist sein... Das ist sein Haus. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Oder ich stelle ihm den einfach vor die Tür. Ich stelle ihm den Kuchen hier hin. So. Und zack, mit Geburtstagskerze. Die kann er sich dann anmachen. Ich will ihn nicht jetzt anmachen. Dann brennt die runter und der Kuchen fackelt mit ab oder sowas.
Nee, das passt schon so. Okay, ja, nice, alles klar. Denn Happy Birthday an den Coach, der hier heute Geburtstag hat, müssen wir uns merken. Und dann würde ich sagen, wir können zurück nach Hause. Was für ein wunderschöner Geburtstagskuchen. Irgendwie ist das Portal mit schwarzen Blöcken voll. Vielleicht, weil ich jetzt ein schwarzer Engel bin. Ich weiß es nicht. Okay, macht nichts. So, wir kriegen jetzt wahrscheinlich noch Punkte. Haben wir die schon bekommen? 3000 Punkte! Yes! Nice! Perfekt! Leute, das ist Zeit jetzt hier für einen kleinen Freudentanz. Oh yeah! Denn wir haben ganz viele Punkte bekommen hier heute. Sehr, sehr nice. Meine Fische? Hä, was macht Alisa da? Das ist Alisa. Hä, was macht sie da unten? Warte mal. Sie schwimmt mit meinen Fischen. Ich muss hier runter. Was macht... Alisa? Was machst du mit meinen Fischen? Hä? Es ist nicht so, wie du denkst. Warte. Was denke ich denn? Ich wollte Marmelade nicht stehlen. Ich wollte ihr nur mein Haus von innen zeigen. Du wolltest meinen Fisch stehlen? Oh, es tut mir so leid, Izzy. Ich kann es einfach nicht lassen. Alisa, Alter, wir müssen dir dringend Hilfe suchen. Du kannst nicht einfach die Fische von fremden Leuten stehlen. Was ist denn mit dir verkehrt, Junge? Oh mein Gott, Leute, was sollen wir denn jetzt nur mit ihr machen? Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Oh mein Gott, okay, hier kommen wir nicht so einfach durch. Am besten, du kommst trotzdem aus dem Wasser raus. Kein Grund zu ertrinken. Freunde, das war's dann hier mit unserer Folge von Minecraft Engel. Entschuldigung, das war wirklich keine Absicht. Lasst ein Like da, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ich habe noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la!